Die Aufnahme läuft. Haben wir Ton? Haben wir Ton? Wir haben Ton. Genau. Zumindest bewegt sich irgendwas. Ja. Wahrscheinlich heilt das wie Hölle in dem Ding. Aber egal. Wir werden es rausfinden. So. Hallo. Hallo. Ich bin Niki. Ich bin Emmanuel. Und wir sind die Make-up-Mutanten. Heute ist es wieder Müllzeit. Müll. Es hat sich ziemlich viel angesammelt. Wir waren ziemlich lange im Urlaub und Gedöns. Ja. Genau. Fang an. Wie ihr vielleicht seht, ist das nicht meine Originalhaarfarbe. Ich habe jetzt nur die Verpackung, aber ich hoffe, es ist okay. Das ist das Zeug, was ich mir auf den Kopf schmiere derzeit. Und ich muss sagen, ich bin relativ begeistert. Das ist die erste Farbe, die etwas länger hält als die anderen. Und außerdem mag ich den Ton. So, ich habe es endlich leer gekriegt. Das ist jetzt nicht das mit Arganöl, sondern das mit Keratinprotein, auch von Husk. Ich mag es nicht. Ich war froh, als es alle war. Ich habe mir zum Schluss in der Dusche, weil da so viele angefangene Flaschen standen, mir so einen Frankenstein-Conditioner gebaut und ja. Aber wahrscheinlich sterbt ihr jedes Mal, wenn wir was in den Mülleimer werfen. Wir haben ihn direkt unter dem Mikrofon. Ja. Also nur zum Thema Conditioner. Das meiste Zeug, was ich eben heute in meiner Tüte habe, ist Haarzeug. Bei dem ist es auch so ein Thema, ich war froh, als er leer war. Mhm. Ich habe ihn am Ende benutzt, um mir die Beine zu rasieren. Conditioner, die Reisegröße von dem Argan Oil Bla von OJX. Und? Taugt nicht? Ja, also ich benutze den ja immer und ich mag ihn gerne und ich kaufe ihn auch immer wieder nach, auch in der Reisegröße. Ja. Haare. Nein, ich pedle jetzt ja, nicht da ab. Sind Haare dran. Beautiful Shit. Long Wunderserum. Ja, macht die Haare ausreichend glatt, macht sie auch ziemlich schwer und schmierig. Aber wenn man sich die Haare glätten will, funktioniert es. Nachkaufen, das oder ein anderes. So, leer gegangen ist auch, Moment, das muss ich jetzt mal wieder zusammenpuzzeln. Das war ein Peeling von Petit Marseille. Und das war gut, das war mit Zucker. Ich würde es aber trotzdem nicht nachkaufen, weil ich mit normalem Zucker und ein bisschen Öl, dann habe ich wenigstens weniger Müll. Immer noch Haarzeug. Wir waren ja vorhin bei Arganöl. Jetzt habe ich hier das Argan-Mandelcreme von Garnier. Ja, ist okay, ist nett, kann man haben. Werde ich wahrscheinlich nachkaufen, finde ich in Ordnung. Ist halt ein mildes Shampoo. Mhm. Ja, davon sprachen wir gerade schon. Die große Flasche ist auch leer gegangen. Das hattest du doch letztens auch, oder? Ja, den Conditioner. Du hattest den Conditioner, genau. Ich habe jetzt das Shampoo leer gekriegt. Bei mir sind es immer Phasen. Ich kaufe immer ganz viele verschiedene Shampoos, weil mir keins gefällt. Hab dann irgendwie 12 Stück offen und die werden dann alle gleichzeitig leer oder fast gleichzeitig leer. Deswegen sind es jetzt gerade ziemlich viele. Das hier ist jetzt ein relativ neutrales Shampoo. Also es macht nicht viel mit den Haaren. Es ist aber ganz angenehm auf der Kopfhaut, weil es die Kopfhaut nicht so austrocknet. Deswegen, ja, kann sein, dass ich es nachkaufe. Den Conditioner fand ich auch ganz gut. So, ich habe jetzt auch ein Shampoo, nämlich mein Apfelshampoo. Es ist mal wieder eins leer gegangen. Ja, ich mag es, ich benutze es gerne. Und du hast noch 35 Backups, weil es war ja eine Limited Edition. Und 34, aber mein Gott. Es war eine Limited Edition, deswegen musste ich das hier kaufen. Und jetzt ist es unlimited in meinem Schrank. Ich nehme mal so ein Passport Pototo, weil das sind jetzt 3 Stück und das ist dreimal das Gleiche. Mhm. Ja, ich mache Dinge mit meinen Haaren. Ja, es ist bunt. Das einmal ist blassrosa, pink und lila. Ja, ich fand das von Schwarzkopf angenehmer auf den Haaren. Ich mag halt bunte Haare. So, dann habe ich total exotisch ein Deo. Das Orangenblüten-Deo Glücksgefühl von CD.
Was mich ein bisschen nervt, also das Deo an sich ist gut, ich verwende es gerne, es ist jetzt halt leer. Ich habe noch andere, deswegen werde ich es echt mal nicht nachkaufen. Aber so Glücksgefühl und bla bla bla. Bei Deo. Warum immer diese Emotionsscheiße bei Produkten? Also gut, ich meine, ich rieche im Moment nichts wegen Nebenhöhlen und alles dicht. Ist in der U-Bahn im Sommer sehr, sehr angenehm. Deo. Deo habe ich auch. Ich habe von Garnier das Mineral Protection 48 Stunden nonstop. Protection ist in dem Fall für die Kleidung. Also es macht in der Tat keine Flecken auf der Kleidung. Das ist sehr angenehm. Als Antitranspirant funktioniert es leider nicht. Einmal beim Sport gewesen und müffeln wie in Iltis. Okay. Was ein bisschen schade ist, weil ich mag das Zeug eigentlich ganz gerne und ich mag Roll-On-Deos eigentlich sehr gerne. Das war es jetzt eher nicht. Okay, das ist lustig, weil bei mir funktioniert fast jedes Deo immer. Also nee, also ich habe relativ viele, die nicht funktionieren. Ja, so, dann haben wir hier eine Probeflasche von dem ungeliebten Langhaarmädchen-Schrott. Also nein, es kommt unglaublich dunkellila. Kann man das sehen? Moment, ich raschel hier mal ein bisschen rum. Es ist wirklich unglaublich lila, dunkellila in dieser Pulle. Und an den Haaren kommt nichts raus. Also ich fand es... finde ich das Packaging einfach furchtbar. Die Packung, die Bezeichnung ist schlimm. Der Name ist immer noch furchtbar. Dass das Plastik halt hart ist und man das Zeug nicht rauskriegt aus der Flasche, finde ich schrecklich. Ja. Und es riecht nach Lavendel. Also es ist ein bisschen schade, weil... Nein. Oh, Shampoo. Nein. Das hatte ich mir im Urlaub gekauft. Das ist von Petit Marseillais, weil ich Petit Marseillais eigentlich sehr gerne mag. Mit... Milch und Thiel ist Lindenblüten. Ja, angenehmes 0815 Shampoo. Nachkaufen, wenn ich mal wieder im Urlaub bin. Warum nicht? Genau. Ich habe auch noch mal was aus dem Ausland. Mein Charles Worthington, was es immer noch nicht in Deutschland gibt. Ja, ich muss das mal wieder anprangern. Moisture Seal Conditioner. Ich liebe ihn heiß und innig. Und mein Bestand geht zur Neige. Du musst mal wieder nach England. Ich muss mal wieder nach England mit einem großen Koffer. Genau. Immer noch Haare, weil ich im Moment meine Haare relativ oft färbe. Benutze ich auch Haarmasken. In dem Fall jetzt die von Garnier, die wahre Schätze. Das war jetzt sanfte Hafermilch. Ich glaube, Hafermilch habe ich mehrmals. Die war nett, die war angenehm, die geht schnell. Ich mag ja so Haarmasken, die so in den 3 Minuten oder so. Steht jetzt irgendwo drauf, wie lang? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall so schnelle Haarmasken finde ich immer ganz angenehm. Die mischst du aber nicht mit der Farbe? Nö, die jetzt habe ich jetzt nicht mit der Farbe gemischt. Habe ich auch schon gemacht, aber im Moment möchte ich die Farbe nicht blasser haben, weil ich habe mich jetzt inzwischen dran gewöhnt und stehe auf etwas kräftigere Farben. Ja. Deine Kollegen haben sich auch dran gewöhnt? Die sind im Urlaub. Sind gerade Schulferien in Bayern, das ist praktisch. Aber ich mag die. So. Jetzt mal wieder was super Profanes. Zahncreme. Das ist die Zitronenzahncreme von Colgate. Die haben wir aus Brüssel mitgebracht. Ja, und ich habe dann, als ich das letzte Mal in Amsterdam war, habe ich mir wieder was nachgekauft, weil die gibt es mal wieder bei uns nicht. Duft habe ich diesmal. Etwas, was ich sehr, sehr mag, weil ich die Art und Weise mag, das ist jetzt die Refreshing Body Spray von 4711. Und zwar in der Duftrichtung Orange und Basilikum. Und ich mag dieses Zeug. Erstens mag ich Body Sprays an sich sehr gerne als Duftgeber, weil die nicht so intensiv sind. Also wenn man das halt auch im Sommer benutzen kann, ohne direkt die ganze U-Bahn zu beduften. Und ich mag das Zeug sehr gerne. Nachkaufen, ja, sicher. So, ich habe hier zwei massiv schwere Tiegel. Ja, das sind zwei. Ich bin übrigens heute extra für unser kleines Müllvideo mit etwas Glamour unterwegs. Nichts ist glamouröser als Müll? Von Avène, Rich Compensating Cream habe ich 2 Pötte leer gekriegt. Ich finde sie gut. Es ist mal wieder irgend so ein Plastikscheiß drin, deswegen werde ich sie wahrscheinlich nicht nachkaufen, auch wenn ich sie gut vertragen habe und sie eigentlich das tat, was sie sollte. Aber ich muss mit dem Kunststoff das nochmal recherchieren.
Eine Gesichtscreme habe ich auch da. Und zwar von Nivea, die Natural Balance regenerierende Nachtpflege. Ja. Ja. Ich hätte mir wahrscheinlich auch normale Nivea ins Gesicht schmieren können. Also, ich hatte schon erheblich bessere, auch von Nivea. Mhm. War jetzt nichts Rares, werde ich nicht nachkaufen. Ich habe die Skin Detox von Nivea jetzt als Nachfolgeprodukt sozusagen, die ich sehr gerne mag und die auch mehr macht so für mein Gefühl und mein Gesicht. Aber die fand ich jetzt nicht so toll. Ja. So, ich habe hier noch ein ziemlich volles Make-up, also eine Foundation. Aeromist ist ein Spray, ist irgendwie drüber. Also ich mochte sie noch nie besonders und jetzt funktioniert sie so gar nicht mehr. Deswegen, ja. Friede ihrer Asche. Ich habe eine Foundation leer gekriegt und sie war toll und ich werde sie nachkaufen. Ganz sicher. Welche ist das? Die Yves Rocher Zero Défaut. Ach ja, die ist super. Fond de teint Peau Parfaite 14h. Ich finde die genial. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Sie funktioniert auf trockener und auf fettiger Haut. Genau. Sie ist sehr, sehr leicht und ist halt nichts, wenn man wirklich Full Coverage Maske möchte. Aber das möchte ich eigentlich eher selten. Ich finde die genial. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Und ja, ich werde sie auf jeden Fall nachkaufen. Zumal meine Lieblingsfoundation von Isadora bei Douglas aus dem Sortiment geht. Oh nein. Von daher werde ich die von Yves Rocher nachkaufen müssen. Die sind sehr, sehr ähnlich. Ja. Wir wollten ja eigentlich noch ein Video zu Isadora machen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Also Isadora hat großartige Sachen, aber über die spricht einfach irgendwie niemand. Wir auch nicht. Genau. Wir sprechen zum Beispiel über Trended Up. Das ist das Expert Blotting Powder. Es war halt ein Setting Puder und ist es jetzt einfach. Apropos Trended Up, ich kann ja wunderbar aufbauen auf dem, was du heute hast. Ja. Ich habe hier einen braunen Stift. Das ist so ein ganz klassischer braunen Stift mit so einer kleinen Bürste am einen Ende und so einem etwas dickeren, da ist natürlich nichts mehr drin, dreieckigen Spitzending. Ich mag die sehr, sehr gerne, weil die nicht rötlich sind. Die sind tatsächlich schön aschig braun. Den habe ich den ganzen Urlaub durch benutzt, deswegen ist der jetzt auch leer. Er ist leider ein bisschen weich. Also man benutzt verhältnismäßig viel davon, wenn man ihn benutzt, aber ich finde den super. Guck mal, jetzt schaut der Müll schon um. So, ich mache auch einfach weiter mit einem braunen Stift. Das ist der Micro Brow Pencil von NYX. Farbe war Ash Brown. Habe ich als wieder zu Hause, der ist funktioniert immer und der ist auch schön hart und gibt nicht immer so viel Farbe auf extra. Was die Farbe von dem Trended Up ist, kann ich euch leider nicht sagen. Dann habe ich hier auch mal wieder ein Brauenzeug, das habe ich mal von dir bekommen. Das ist das Tattoo Brow Pumpe Zeug, was man sich auf die Augenbrauen schmieren kann, dann kann man es abpiddeln. Also es ist so eine, wie so eine Peel-Off-Maske für die Augenbrauen, Zeug, nur färbend. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht. Du mochtest das nicht, weil es dir zu rot war. Ja. Ich habe es relativ lang benutzt, also bis es jetzt leer war. Habe es mir jetzt allerdings auch in einer aschigeren Farbe nachgekauft. Wenn man keine Lust hat oder gerade empfindliche Haut hat und mit Chemie ums Auge herum nicht so unbedingt rumhantieren möchte, ist das ganz cool, weil es halt tatsächlich nur eine Peel-Off-Geschichte ist. Das heißt, draufschmieren, warten bis es trocknet, abpiddeln und die Braue hat einen Schatten. Und das ist eigentlich, finde ich, ganz cool. Mag ich, werde ich wieder kaufen. Ja, also mich hat es vor allem gestört, die am ersten Tag sah es gut aus und wenn die Farbe verschwand, wurde es immer roter. Und das es wird ziemlich rötlich. Also es hat einen leichten Rotstich, was mich weniger stört, aber ja. Genau, dann habe ich hier noch mal eine Reisegröße. Litamin Limettenfrische. Ja, ist halt ein Duschgel. Roch ganz gut. Limette? Ja, also, aber ich weiß nicht, ob ich mir das in der großen Größe nachkaufen würde. Also generell finde ich, diese Reisegrößen ist immer relativ viel Müll für wenig Produkt. Und ich habe gerne die ganz großen Pullen, Duschgel, da hat man nur einmal Müll. Das habe ich auch mal von dir bekommen. Ja. Das ist auch schon eine halbe Ewigkeit her. Clinique Rinse Off Foaming Cleanser. Mousse Hydro-Démaquillante. Es ist ein Waschgel, also Abschmink-Waschgel. Hat relativ gut funktioniert, brennt nur wie Hölle in den Augen. Oh. Und irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr darauf und habe mir damit die Beine rasiert.
Jetzt ist es leer. Das ist toll, womit man sich die Beine rasieren kann. Man kann sich mit fast allem die Beine rasieren. Schlagsahne. Wir haben demnächst keinen Ton mehr, wenn der Haufen von Müll noch größer wird. Ich lege den Ton mal weg. Den Müll. So, was habe ich dann? Mal wieder mein Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion funktioniert super. Da würde ich mir nicht mit die Beine rasieren, weil dafür ist es zu teuer und zu schade. Ja, ich kaufe es immer wieder nach, ist langweilig. Etwas, was auch mal kaputt geht oder am Ende seiner Tage ist, ist Schwämme. Ich habe jetzt einmal ausgepackt. Ich habe relativ viele davon aufgebraucht in letzter Zeit. Das sind diese dreieckigen, eigentlich Einwegschwämme. Ich wasche die trotzdem meistens und benutze sie wieder, bis er irgendwann dann einfach kaputt ist. Ja. Und ja, das war dann sein Leben. Ja. So. Make-up. Einmal Sephora 10 Stunden Foundation und dann die Sephora Infusion. Das ist die mit diesem Gummi Ding sie da oben. Tropfen. Genau. Sind beide alle, waren schön. Die 10 Stunden habe ich mir schon wieder nachgekauft. Weil die funktioniert einfach immer. Oh, ich habe vergessen, vorhin hatte ich noch ein Farbding. Das war, ist jetzt dieses Knight & Wilson. Das ist, glaube ich, die Marke von Rossmann. Die Farbe ist schön, hält halt nicht. Die ist nach zweimal Waschen weg. Okay. Was einfach schade vielleicht ist. Sollte ich mir das mal angucken. Also, die Farbe ist wirklich toll. Es lässt sich sehr gut auftragen. Man kann sie sehr gut pastellisieren mit so einer Haarmaske. Mhm. Funktioniert super, hält halt nicht. So, dann habe ich hier noch MAC Studio Moisture Cream. Oh, die habe ich auch noch irgendwo. Das ist eine Feuchtigkeitscreme von MAC in so einem Mini-Tübchen. Also, wie viel waren da jetzt drin? Kann man nicht lesen. Ein 30 Milliliter. Also eine Unze. War okay. Ich war froh, als es alle war. Also nichts, was ich. Ich mag es ganz gerne. Ich habe noch ein Haarteil und dann war es das mit den Haaren. Eine Spülung von Balea, die ist auch mit Hafermilch, so wie das Zeug von Garnier. Ist, soll wohl ein Dupe sein von dem Zeug von Garnier. Ja. Ja. So, ja. Dann habe ich diesen wunderschönen güldenen Eyeliner. Den hattest du doch letztens in deinem Eyeliner-Video. Ja, den habe ich tatsächlich, aber er hat, erstens mal ist er schon ziemlich eingetrocknet, das heißt, er funktioniert nicht mehr richtig. Der ist von Misha. Real Lasting Pen Eyeliner. Das Problem, was ich mit diesem Ding habe, abgesehen, dass er ausgetrocknet ist, er löst sich in Wasser auf. Das heißt, wenn man sich damit den Eyeliner zieht, also einen Lidstrich zieht und irgendwie schwitzt oder tränt, die Augen tränen. Oder in den Regen kommt. Oder in den Regen kommt, löst sich das Ding auf. Das ist nicht lustig. Also ich hatte ihn dann irgendwie mal auf dem Handrücken und dann einmal Hände waschen, weg. Also lässt sich natürlich dann super gut entfernen, aber auch an Stellen, wo man es vielleicht erst abends möchte. Worum ich sehr trauere, was leider inzwischen auch leer ist. Nein. Hat fast ein Jahr gehalten. Ja, nicht ganz, aber ist von Tarte die Maracuja Sea Brightener Eye Treatment. Ernsthaft die beste Augencreme, die ich in meinem Leben hatte. Also, wenn alle mir sagen, dass ich jünger aussehe, als ich bin, dann ausschließlich wegen dieser Creme. Die ist so geil. Die ist so genial. Okay. Ich habe noch keine gefunden, die besser ist. Wenn ich mal wieder einen Gutschein habe. Die ist super. Also ich bin ein absoluter Fan von der. Die gibt es halt blöderweise nicht in Deutschland. Wir müssen irgendwann wieder nach England fahren. Ja, oder bestellen. Geht auch. So, dann von Bourjois eine Mascara, die Fantastic Volume. Die ist super. Die ist super. Sie. Die ist jetzt halt einfach 1000 Jahre alt. Sieht man das? Also das ist so Bürsten nach einer Seite. Also ein das Kamm. Mag ich normalerweise nicht, aber bei der schon. Und Bourjois stellt sie nicht mehr her. Ein Jammer. Ich hatte auf meiner Dinge, die ich dieses Jahr leer machen möchte, Fixing Sprays drauf. Ja. Das ist mir schon wieder gelungen. Also die das Alverde Spray habe ich jetzt leer gekriegt. Ich mag es sehr.
Es enthält allerdings Alkohol, ist also für Leute mit trockener Haut nicht geeignet. Mhm. Bei mir funktioniert das sehr, sehr gut und es fixiert tatsächlich das Make-up. Also es ist kein dewy, weiß der Kuckuck was, sondern tatsächlich eine Betonschicht. Also das Zeug hält. Gut. Auch wenn ich schwitze, auch wenn ich beim Sport war, hält. Mhm. So, hier heute haben wir nochmal eine kleine Miniatur und zwar die berühmte Primer Potion von Urban Decay in der, also das ist noch nicht mal die Reisegröße, das ist so eine Probengröße. Eine die, sehr, war bei der, die war bei den bei irgendwelchen Paletten dabei. Die war mal bei irgendeiner Palette dabei oder im Päckchen als Goodie. Ja, ist halt die Primer Potion. Ich vertrage sie weniger gut als früher. Also ich kann sie tatsächlich nicht jeden Tag verwenden. Das habe ich auch mal wieder von dir geerbt. Ja. Ein Intensivserum von Rossmann. War ganz okay. Ich habe es hauptsächlich am Hals benutzt, weil ich eine meiner vielen Problemzonen sind meine hängenden Hamsterbacken. Die Hängebacken? Ja, also dieses, ihr wisst schon, ich sehe manchmal aus wie eine Bulldogge. Also es gibt tatsächlich Tage, da habe ich das Gefühl, so Backenbart zu haben. Und dafür hat das echt gut funktioniert. Also tatsächlich habe ich den Hals hauptsächlich damit gestrafft und würde sie mir tatsächlich genau für den Fall nachkaufen. Weil es dafür echt gut geklappt hat. Sie war auch verhältnismäßig günstig. Ich weiß und ich finde die super. Ich weiß, also ja. Noch ein braunes Produkt, also man merkt es bei mir immer relativ schnell, dass ich den Teil mit dem Bürstchen verliere. So, das ist jetzt von H&M, Farbe unbekannt. Ich habe keine Ahnung. Also das Graubraune. So, dieses Graubraune, die sind auch super. Da habe ich mir auch schon einen nachgekauft, weil irgendwo, sie liegen dann mal irgendwo und dann findet man sie nicht. Deswegen habe ich immer gerne mehrere. Ist auch wieder ein Pass pro Toto. Davon habe ich mehrere leer gekriegt. Das sind diese Seventh Heaven Charcoal Pore Strips. Also diese Nasenporenreiniger-Dinger. Also tatsächlich sind die 0815 Dinger von Balea oder Isana oder wie sie alle heißen, also von den Hausmarken der Drogerien genauso gut. Also da merke ich auch keinen Unterschied. Den Mehrpreis für diese teureren. Ja, also und das mit der Aktivkohle bringt eh nichts aus meiner Sicht. Ja, wahrscheinlich ist die ganze Aktivkohle durch den ganzen anderen Scheiß, den sie da reinrühren, schon absorbiert. Also war gut. Es ist jetzt überhaupt nichts gegen dieses Produkt an sich, aber es war halt nicht so viel besser, wie es viel teurer ist. Ja, so, dann habe ich mal wieder von Estee Lauder so eine Mini-Reiseprobengröße von dem Revitalizing Supreme Gel Creme Gedöns. Ich würde sie mir öfter nachkaufen, wenn sie nicht so scheiße teuer wäre. Als letztes Produkt habe ich mal wieder von Maybelline den Instant Anti-Age-Effekt Löscher Ding in die Farbe Fair. Gott, gut, dass ich meine Brille auf habe. In der Farbe Fair und ich muss sagen, ich mag die Dinger, sie funktionieren bei mir super. Ich habe schon im Moment habe ich den Bright als Farbe, weil ich mal wieder relativ blass bin. Ich mag die. Es ist schade, dass es die nicht in etwas dunkler gibt. Also wenn es die tatsächlich auch für Hauttöne geben würde, die nicht mitteleuropäisch blassen. 20 Shades of Eierschale wäre es noch schöner. Es kann sein, dass es in anderen Ländern das gibt. Ich weiß es nicht. In Deutschland gibt es es leider nicht. Was ich sehr schade finde, weil ich es deswegen zum Beispiel für Shootings oder so nicht benutzen kann. Und ich glaube, für viele Menschen wäre das echt perfekt, aber leider geht es halt nicht. Naja, so. Ansonsten tolles Zeug. Genau. Jetzt habe ich mal einen Müll, den ich normalerweise nicht habe. Nämlich die Umverpackung einer Seife. Stimmt, das ist immer schwierig. Also das ist die Seife, das ist jetzt irgendwas aus Frankreich. Natürlich mit Labelle, Vervain, Citron und also da waren Zitrone, zwei Stücke Kornatur drin. Ich fühle halt im Moment immer noch nichts. Das waren zwei Stücke Seife und 200 Gramm insgesamt und fast kein Müll. Und die benutze ich halt zum Händewaschen und zum Pinselwaschen und neuerdings auch unter der Dusche. Weil nämlich, wenn man sich das mal vorstellt, man geht in so ein DM rein und jetzt mal das Verhältnis von Produkt
Zu Inhalt? Zu Inhalt, also zur Verpackung, zu Inhalt, ist so ein DM eigentlich voll mit zukünftigen Abfällen. Und ich dachte mir, das muss doch eigentlich möglich sein, Abfall zu reduzieren. Und Seife ist Einweg. Feste Seife ist Einweg. Ich habe jetzt im Moment auch von Lush, das steht jetzt hier auch, habe ich ein festes Shampoo und einen festen Conditioner. Bisher finde ich das Shampoo toll, den Conditioner in der Handhabung schwierig. Wir gewöhnen uns vielleicht noch aneinander, mal gucken. Aber insgesamt finde ich, also für Ewigkeiten, die ich an so einer Seife habe, ist die Verpackung völlig gerechtfertigt. Zumal es oft Papierverpackungen sind oder sonst irgendwie. Also entweder große Verpackungen kaufen, wo man sich das Zeug abfüllen kann in kleinere Mengen, oder festes Zeug, hat schon echt Vorteile. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt unser du hattest den dann noch? Nein, das ist aus Versehen, das ist kein Müll. Gut. Dann? In diesem Sinne so, viel Spaß. Was habt ihr so aufgebraucht? Und welche Produkte, die wir jetzt irgendwie so lala finden, findet ihr super? Oder andersrum, was findet ihr ganz scheiße, was wir super finden, was wir unbedingt nachkaufen wollen? Ja. Oder habt ihr Alternativen für uns, die vielleicht ökologischer sind oder besser sind? Oder weniger Müll machen. Gibt es in München eigentlich so einen Laden, wo man sich Shampoo... Ja, also ein Unverpackt, ja. Okay. Sollten wir mal hingehen. Sollten wir mal hingehen. Okay. Genau. Tschüss. Bis bald.